Kapitel 25, Abschnitt 9. Das Prinzip der Erlösung. Der Heilige Geist kann alles, was ihr ihm gebt, für eure Erlösung nutzen. Aber er kann nicht nutzen, was ihr zurückhaltet, denn er kann es ohne eure Bereitwilligkeit nicht von euch nehmen. Täte er das, würdet ihr glauben, er habe es euch gegen euren Willen entrissen. Und daher würdet ihr nicht lernen, dass es euer Wille ist, ohne es zu sein. Ihr braucht es ihm nicht gänzlich bereitwillig zu geben, denn könntet ihr das, dann bräuchtet ihr ihn nicht. Das aber braucht er, dass es euch lieber ist, dass er es nimmt, als dass ihr es für euch allein behaltet und dass ihr begreift, dass ihr nicht erkennen könnt, was niemandem Verlust bringt. So viel ist der Idee hinzuzufügen, dass niemand verlieren kann, damit ihr gewinnt. Und nichts weiter. Hier ist der einzige Grundsatz, den die Erlösung braucht. Es ist auch nicht nötig, dass euer Glaube daran stark und unerschütterlich ist und seitens aller Überzeugungen, die ihm entgegengesetzt sind, nicht angegriffen wird. Ihr seid nicht festgelegt in eurer Treue. Doch erinnert euch daran, dass die Erlösung von den Erlösten nicht gebraucht wird. Ihr werdet nicht aufgerufen, etwas zu tun, was jemand, der noch immer mit sich selber uneins ist, unmöglich finden würde. Habt wenig Glauben, dass Weisheit sich in einem solchen Geisteszustand finden ließe. Seid aber dankbar, dass nur wenig Glauben von euch erbeten wird. Was außer nur einem kleinen Glauben bleibt denjenigen, die noch immer an die Sünde glauben? Was könnten sie vom Himmel wissen und von der Gerechtigkeit der Erlösten? Es gibt eine Art Gerechtigkeit in der Erlösung, von der die Welt nichts weiß. Für die Welt sind Gerechtigkeit und Rache dasselbe, denn Sünder sehen die Gerechtigkeit nur als ihre Strafe an, die vielleicht jemand anders erleidet, der aber nicht zu entrinnen ist. Die Gesetze der Sünde verlangen nach einem Opfer. Wer es sein mag, macht keinen großen Unterschied. Tod muss jedoch der Preis sein und er muss beglichen werden. Das ist nicht Gerechtigkeit, sondern Wahnsinn. Wie aber ließe sich die Gerechtigkeit dort ohne Wahnsinn definieren, wo die Liebe Hass bedeutet und der Tod als Sieg und als Triumph über die Ewigkeit, die Zeitlosigkeit und das Leben gesehen wird. Ihr, die ihr nicht um Gerechtigkeit wisst, könnt dennoch fragen und die Antwort lernen. Die Gerechtigkeit schaut auf alles in derselben Weise. Es ist nicht gerecht, dass jemand Mangel leiden sollte, weil ein anderer hat. Denn das ist Rache, welche Form sie auch annehmen mag. Die Gerechtigkeit fordert kein Opfer, denn jedes Opfer wird gebracht, damit die Sünde erhalten und bewahrt wird. Es ist eine Bezahlung, die für den Preis der Sünde angeboten wird, aber nicht der ganze Preis. Der Rest wird jemand anderem genommen und neben eure kleine Bezahlung gelegt, um für alles sogenannt zu sühnen, das ihr behalten und nicht aufgeben möchtet. So werdet ihr teilweise als Opfer angesehen, mit jemand anderem zum weitaus größeren Teil. Und je größer seiner ist, desto kleiner ist der eure im gesamten Preis. Und da sie blind ist, ist die Gerechtigkeit es zufrieden, bezahlt zu werden. Durch wen, spielt keine Rolle. Kann das Gerechtigkeit sein? Gott weiß nichts davon. Gerechtigkeit aber kennt er wohl und kennt sie gut, denn er ist jedem gegenüber ganz und gar gerecht. Rache ist dem Geist Gottes fremd, weil er um die Gerechtigkeit weiß.
Gerecht sein heißt fair sein und nicht rachsüchtig. Fairness und Rache sind unmöglich, denn jedes widerspricht dem anderen und leugnet, dass es wirklich ist. Es ist unmöglich, dass ihr mit einem Geist, der sich Besonderheit auch nur vorstellen kann, die Gerechtigkeit des Heiligen Geistes teilt. Wie aber könnte er gerecht sein, wenn er einen Sünder für diejenigen Verbrechen verurteilt, die er nicht getan hat, doch getan zu haben glaubt? Und wo wäre die Gerechtigkeit, wenn er von denen, die besessen sind von der Idee der Strafe, forderte, dass sie sie ohne Hilfe weglegen und wahrnehmen, dass sie nicht wahr ist? Für diejenigen, die nach wie vor glauben, die Sünde sei bedeutungsvoll, ist es äußerst schwer, die Gerechtigkeit des Heiligen Geistes zu verstehen. Sie müssen glauben, dass er ihre eigene Verwirrung teilt und die Rache nicht vermeiden kann, die ihr eigener Glaube an Gerechtigkeit unweigerlich zur Folge hat. So fürchten sie den Heiligen Geist und nehmen den sogenannten Zorn Gottes in ihm wahr. Sie sind ihm gegenüber tatsächlich ungerecht. Sie können ihm auch nicht vertrauen, dass er sie nicht mit Blitzschlägen erschlagen wird, die Gottes eigene wutentbrannte Hand aus des Himmels Feuern schleuderte. Sie glauben tatsächlich, dass der Himmel die Hölle ist und haben Angst vor der Liebe. Und tiefes Misstrauen und Schreckensschauder überkommen sie, wenn ihnen gesagt wird, sie hätten nie gesündigt. Ihre Welt hängt von der Stabilität der Sünde ab, und sie nehmen die angebliche Bedrohung dessen, was Gott als Gerechtigkeit kennt, als zerstörerischer für sich und ihre Welt wahr als die Rache, die sie verstehen und lieben. So denken sie, Verlust der Sünde sei ein Fluch, und fliehen den Heiligen Geist, als wäre er ein Bote aus der Hölle, gesandt von oben mit Verrat und Arglist, um Gottes Rache in Gestalt eines Befreiers und Freundes an ihnen zu vollstrecken. Was könnte er anderes als ein Teufel für sie sein, in ein Engelsgewand gekleidet, um zu täuschen? Und welch Entrinnen hat er für sie außer einer Tür zur Hölle, die aussieht wie die Pforte zum Himmel? Doch kann Gerechtigkeit die nicht bestrafen, die um Strafe bitten, sondern einen Richter haben, der weiß, dass sie in Wahrheit ganz und gar unschuldig sind. Um ihnen gerecht zu werden, ist er verpflichtet, sie freizulassen und ihnen alle Ehre zu erweisen, die sie verdienen und sich selbst verweigert haben, weil sie ungerecht sind und nicht verstehen können, dass sie unschuldig sind. Die Liebe ist für Sünder unverständlich, weil sie glauben, Gerechtigkeit sei von der Liebe abgespalten und stehe für etwas anderes. So wird Liebe als schwach und Rache als stark wahrgenommen. Denn die Liebe hat verloren, als das Urteil von ihrer Seite ging, und ist zu schwach, um von der Strafe zu erlösen. Die Rache aber ohne Liebe hat an Stärke gewonnen, indem sie von der Liebe separat und unabhängig ist. Und was außer Rache kann jetzt helfen und erlösen, während die Liebe kraftlos mit hilflosen Händen dasteht, der Gerechtigkeit und Lebenskraft beraubt und machtlos zu erlösen? Worum kann euch die Liebe bitten, die ihr denkt, dass das alles wahr ist? Könnte er in Gerechtigkeit und Liebe glauben, ihr habet in eurer Verwirrung viel zu geben? Von euch wird nicht verlangt, dass ihr ihm weit vertraut, nur so weit, wie ihr seht, was er euch bietet und wovon ihr begreift, dass ihr es euch nicht selber geben könntet. In Gottes eigener Gerechtigkeit sieht er alles, was ihr verdient, aber er versteht auch, dass ihr es für euch selbst nicht akzeptieren könnt. Es ist seine besondere Funktion, euch jene Gaben anzubieten, die die Unschuldigen verdienen. Und jede, die ihr annehmt, bringt ihm Freude, ebenso wie euch. Er erkennt, dass der Himmel durch jede bereichert wird, die ihr annehmt. Und Gott frohlockt, wenn sein Sohn das empfängt, von dem die liebende Gerechtigkeit weiß, dass es ihm gebührt.
Denn Liebe und Gerechtigkeit sind nicht verschieden. Weil sie dasselbe sind, steht die Barmherzigkeit zur Rechten Gottes und gibt dem Gottessohn die Macht, sich selber seine Sünden zu vergeben. Wie kann es sein, dass ihm, der alles verdient, irgendetwas vorenthalten wird? Denn das wäre ungerecht und fürwahr unbillig gegenüber all der Heiligkeit, die in ihm ist, wie wenig er sie auch wahrnehmen mag. Gott kennt keine Ungerechtigkeit. Er ließe es nicht zu, dass sein Sohn von denen beurteilt würde, die seinen Tod suchen und seinen Wert überhaupt nicht sehen könnten. Welche ehrlichen Zeugen könnten sie aufrufen, um zu seinen Gunsten auszusagen? Und wer würde kommen, um für ihn zu plädieren und nicht gegen sein Leben? Ihm wurde von euch keine Gerechtigkeit zuteil. Gott aber hat dafür gesorgt, dass dem Sohn, den er liebt, Gerechtigkeit zuteil werde und möchte euch vor jeder Ungerechtigkeit beschützen, die ihr anzubieten suchen könntet, im Glauben, Rache sei, was ihm eigentlich gebühre. So wie es die Besonderheit nicht kümmert, wer den Preis der Sünde zahlt, vorausgesetzt er wird bezahlt, so achtet der Heilige Geist nicht darauf, wer schließlich auf die Unschuld schaut, vorausgesetzt sie wird gesehen und wiedererkannt. Denn ein einziger Zeuge reicht aus, wenn er wahrheitsgemäß sieht. Schlichte Gerechtigkeit fordert nicht mehr. Der Heilige Geist fragt einen jeden, ob er derjenige sein will, damit die Gerechtigkeit zur Liebe wiederkehren und dort Genüge finden kann. Jede besondere Funktion, die er zuteilt, ist nur dafür da, dass ein jeder lerne, dass Liebe und Gerechtigkeit nicht getrennt sind. Und beide werden durch ihre gegenseitige Vereinigung gestärkt. Ohne Liebe ist die Gerechtigkeit voreingenommen und schwach. Und Liebe ohne Gerechtigkeit ist unmöglich. Denn Liebe ist gerecht und kann ohne Ursache nicht züchtigen. Welche Ursache kann es geben, die einen Angriff auf die Unschuldigen rechtfertigte? So berichtigt denn die Liebe Fehler durch Gerechtigkeit, doch nicht durch Rache. Denn das wäre der Unschuld gegenüber ungerecht. Ihr könnt ein perfekter Zeuge für die Macht der Liebe und Gerechtigkeit sein, wenn ihr versteht, dass der Gottessohn unmöglich Rache verdienen kann. Ihr braucht nicht in jedem Fall wahrzunehmen, dass das wahr ist. Noch braucht ihr auf eure Erfahrung in der Welt zu schauen, die Schatten all dessen ist, was eigentlich in euch geschieht. Das Verständnis, das ihr braucht, kommt nicht von euch, sondern von einem größeren Selbst, das so groß und heilig ist, dass er seine Unschuld nicht anzweifeln könnte. Eure besondere Funktion ist ein Ruf an ihn, damit er auf euch lächeln möge, deren Sündenlosigkeit er teilt. Sein Verständnis wird das eure sein. Und so hat sich die besondere Funktion des Heiligen Geistes erfüllt. Der Gottessohn hat einen Zeugen für seine Sündenlosigkeit gefunden und nicht für seine Sünden. Wie wenig braucht ihr doch dem Heiligen Geist zu geben, damit euch einfache Gerechtigkeit gegeben werden möge. Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Unparteilichkeit. Wie kann Besonderheit gerecht sein? Richtet nicht, weil ihr es nicht könnt und nicht, weil auch ihr ein armer Sünder seid. Wie können die Besonderen wirklich verstehen, dass die Gerechtigkeit für jeden dieselbe ist? Dem einen zu nehmen, um einem anderen zu geben, muss eine Ungerechtigkeit für beide sein, weil sie gleich sind in des Heiligen Geistes Sicht. Ihr Vater hat beiden dasselbe Erbe gegeben. Wer mehr oder weniger haben möchte, ist sich nicht bewusst, dass er alles hat. Er ist kein Richter über das, was einem anderen zustehen muss, weil er glaubt,
er leide an Entzug. Und somit muss er neidisch sein und versuchen, von dem etwas zu nehmen, den er beurteilt. Er ist nicht unparteiisch und kann Rechte eines anderen nicht gerecht sehen, weil seine eigenen für ihn verschleiert sind. Ihr habt Anrecht auf das ganze Universum, auf vollkommenen Frieden, vollständige Befreiung von allen Wirkungen der Sünde und auf das ewige Leben, das in jeder Hinsicht freudvoll und vollständig ist, so wie es Gott für seinen heiligen Sohn bestimmt hat. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die der Himmel kennt, und das einzige, was der Heilige Geist zur Erde bringt. Eure besondere Funktion zeigt euch, dass nichts anderes als vollkommene Gerechtigkeit für euch obsiegen kann. Und ihr seid vor Rache in allen Formen sicher. Die Welt täuscht, doch kann sie Gottes Gerechtigkeit nicht durch eine eigene Version davon ersetzen. Denn nur die Liebe ist gerecht und kann wahrnehmen, was die Gerechtigkeit dem Gottessohn gewähren muss. Lasst die Liebe entscheiden und fürchtet nie, dass ihr euch in eurer Ungerechtigkeit das entziehen werdet, was Gottes Gerechtigkeit euch zugeteilt hat.